wieder mit dabei seid. Heute wird es ein lang ersehntes Video für euch geben, aber auf eine etwas andere Art. Und zwar wünscht ihr euch so oft von mir Food Hauls. Aber meine Lieben, das ist total schwierig für mich umzusetzen, weil ich wirklich sehr oft in der Woche einkaufen fahre Lebensmittel und die aber dann gleich in den Kühlschrank verräumt werden müssen, beziehungsweise ich dann gleich das Kochen anfangen muss, weil meine Mäuse entweder von der Schule kommen oder mein Mann eben von der Arbeit, der hat nur kurz Mittagspause und da kann ich echt schlecht erstmal alles aufbauen, also sprich Licht und Kamera, mich zurechtmachen und dann euch die Lebensmittel zeigen. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe versucht, da einfach einen Kompromiss für euch zu finden, weil viele von euch ja den Wunsch geäußert haben. Meine Food Diaries, die kommen ja auch super gut bei euch an. Jedes Mal bekomme ich wirklich ganz, ganz tolles Feedback von euch. Da freue ich mich so arg, dass es so gut bei euch ankommt. Es ist einfach meine Leidenschaft zu kochen. Und ich schicke ein Food Diary auf die Reise und dann kommen sofort Kommentare. Ja, kannst gleich mal das nächste abdrehen und so weiter. Da freue ich mich natürlich riesig. Aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte, das abzufilmen. Das geht mir einfach leichter von der Hand. Aber Food Hauls, wie gesagt, die brauchen sehr, sehr viel Organisation. Ich habe mir aber Folgendes überlegt. Ich war jetzt ein paar Mal einkaufen. Ich habe euch die Sachen abgefilmt. Wir gehen jetzt quasi gemeinsam in die Küche. Ihr seht gleich meine Arbeitsplatte und da zeige ich euch alle Produkte, die ich so gekauft habe. Ihr seht jetzt mich nicht mehr, aber ich hoffe, diese Art von Video gefällt euch trotzdem. Dieser Kompromiss, hoffe ich, ist auch okay für euch, weil sich so viele gewünscht haben. Und ich höre jetzt einfach auf zu quatschen. Lasst mir aber gerne Feedback da, wie euch diese Art von Video gefallen hat. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefällt, dann würde ich das weiterhin so machen. Wenn ihr sagt, nee, Heidi, lass mal gut sein, so gefällt uns das gar nicht, dann müsste ich einfach gucken, wie ich es anders mache. Aber wie gesagt, so komme ich eigentlich am besten klar. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst mir natürlich einen Kommentar da. Wir sehen uns am Ende nochmal, damit ich mich nochmal ordentlich von euch verabschieden kann. Viel Spaß beim Video. Heute war ich beim Edeka und ich habe mitgenommen einmal Biofeldsalat. Dann diese Mini-Pflaumen-Rispentomaten und Minze für mein Holunderblütensirup-Drink. Da bin ich ja so ein bisschen am Austesten. Deshalb darf Minze bei uns nicht fehlen. Zwei Nektarinen habe ich mitgenommen. Dann habe ich Zucchini noch mitgenommen. Und Bananen dürfen bei uns auch nicht fehlen für den Lissandro. Einen Granatapfel, liebt der Max total. Und Heidelbeeren dürfen bei uns auch nicht fehlen zum Nachtisch. Und Kirschen habe ich mitgenommen. Nur ein paar, weil ja jetzt die Saison so langsam zu Ende geht. Wir machen mal mit dem Käse weiter. Und zwar habe ich zwei Packungen Patros mitgenommen für meinen Melonensalat. Dann für einen Auflauf die Woche brauche ich meinen Mibel Edamer Käse und fürs Abendbrot Jeremont. Und dann habe ich noch Kiri mitgenommen, das mag ich total gerne, da habe ich ein Gericht, das mache ich nämlich immer mit Nudeln. Jetzt kommen wir mal zu den etwas deftigeren Sachen und zwar brauche ich fürs Mittagessen Schinkenwürfel. Dann habe ich diese hier mitgenommen, diese schwäbischen Eierknöpfle, meine Kinder lieben die, die sind total fanat in diese Spätzle, also das ist ja eine Art Spätzle, mögen die total gerne. Dann brauche ich meine getrockneten Tomaten für einen Salat, den es die Woche auch geben wird. Am Wochenende wird es wieder Gulasch geben und dafür brauche ich mein Rinderfond. Und ich brauche meine Alnatura klare Gemüsebrühe, dafür war ich aber bei DM. Die habe ich noch schnell geholt. Und für abends mag ich total gerne diese Honiggurken, die sind total lecker. Und dann brauche ich natürlich noch meine Balsamico-Reduktion. Die habe ich eigentlich echt immer zu Hause. Also wenn die leer ist, wird die sofort nachgekauft. Und dann habe ich noch Maultaschen mitgenommen, einfach wenn es mal schnell gehen muss. Die schneide ich einfach in so dünne Scheiben, brate ganz viel Zwiebel an mit Knoblauch und Paprika rein und so weiter. Und werfe die noch mit dazu, ein Ei drüber und dann haben wir ein leckeres Mittagessen. Für den Lissandro habe ich den Joghurt hier mitgenommen von Landliebe Stracciatella, den mag er sehr gerne. Für mich zwischendurch diese Maiswaffeln gesalzen, das wisst ihr, dass ich die sehr gerne esse. Dann bekomme ich Gäste die Woche, deswegen habe ich Toastbrot gebraucht, denn es wird als Vorspeise Tramezzini geben. Für meine Gäste habe ich dann noch Radler gekauft, ich weiß nämlich, dass sie das sehr gerne trinken. Und dann habe ich noch frische Eier gekauft, Aufschnitt und frisches Brot. Hallo meine Lieben, ich habe ganz kurz Mittagessen eingekauft. Heute Nachmittag werde ich aber nochmal Großeinkauf machen, die Sachen, die werde ich euch dann auch noch zeigen. Hier habe ich jetzt einfach nur
nur diesen Pflücksalat gekauft, frisches Fleisch, dann Aufschnitt für heute Abend, frisches Brot, eine Handvoll Kirschen, unglaublich, da habe ich knapp 4 Euro dafür bezahlt, das ist echt der Wahnsinn hier in Deutschland. Dann noch 2 Brötchen und ich kann euch nochmal genau zeigen, was es jetzt heute zum Mittagessen gibt und ansonsten sehen wir uns dann heute Nachmittag nochmal. Und zwar grillen wir heute zum Mittagessen. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich verschiedene Spieße gekauft und Nürnberger Rostbratwürstchen. Das lieben meine Kinder total. Jetzt muss ich nur noch ganz schnell den Salat machen. Hier ist das frische Brot und danach gibt es ein bisschen Obst. So, meine Lieben, wie versprochen, zeige ich euch kurz den Einkauf von heute Mittag. Wir fangen mit den Getränken an. Und zwar gibt es ausnahmsweise diese Woche Blutorangensaft. Dann habe ich 4 von diesen kleinen Apfelsaftfläschchen gekauft. Und zwar habe ich die eigentlich immer für die Schule, für die Pause quasi. Jetzt sind ja gerade Ferien, aber wenn wir unterwegs sind im Schwimmbad oder picknicken, eine Fahrradtour machen, bekommt jedes Kind so eine Flasche, weil mir das einfach unterwegs zu teuer ist. Dann habe ich diesen naturtrüben Apfelsaft gekauft, 4 Tetrapacks, 12 mal Milch, weil wir immer viel Milch brauchen. Dann habe ich den Wein gekauft, der ist aber einfach nur zum Kochen, weil ich noch Gorgonzola gekauft habe, das seht ihr gleich, weil es die Woche was eben gibt, wo ich Wein brauche, auch noch geschnetzeltes, das lösche ich nämlich immer mit Wein ab. Dann habe ich 3 Kästen Wasser gekauft, die waren nämlich im Angebot. Machen wir direkt mal mit dem Abendessen weiter und zwar brauchen wir da immer Butter, dann eben wie gesagt Gorgonzola, das brauche ich dann für ein Mittagsgericht. Frischkäse, da habe ich auch ganz viele Aufstriche, die ich zum Beispiel mache, einfach mit Frischkäse. Dann habe ich total gern diesen körnigen Frischkäse, den habe ich auch zum Abendessen total gerne. Brie, dann habe ich hier noch diesen Weichkäse, Paprika, Gurke und Radieschen. Machen wir hier mal weiter. Die Melone dürfte nicht fehlen, weil ich einen leckeren Salat machen möchte die Woche. Dann gibt es die Woche ein leckeres Gericht mit Kürbis. Da habe ich euch auch schon ein Video dazu gemacht mit Hackfleisch. Das verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Für frühs brauche ich Joghurt. Meine Mäuse wollten einen Joghurt und dann darf bei mir auch immer Sahne im Kühlschrank nicht fehlen. So, dann habe ich noch No-Food-Artikel mitgenommen beim Aldi und zwar diese Haushaltstücher. Dieses Deo wollte ich mal ausprobieren von Nivea und dann kaufe ich ja immer diese Kosmetiktücher beim Aldi. So, dann habe ich noch Cannelloni mitgenommen, weil ich die Woche machen wollte. Diese Kaffeebohnen, die kaufe ich immer wieder nach beim Aldi. Die sind gut für unseren Kaffeevollautomat, es schmeckt lecker, also da kann man gar nichts sagen. Dann Zucker. Was Ungesundes, und zwar Toffifee, Leibniz-Kekse für meine Mäuse und für unterwegs ein paar Chips. Und diesen Kernemix wollte ich mal ausprobieren. Bin ich mal gespannt. Einfach frühs in den Joghurt rein, mal schauen, wie diese schmecken. Und zu guter Letzt war ich heute noch ganz schnell im DM und habe mir meinen Couscous nachgekauft von Alnatura. Ich mag den, ich liebe den total und esse den super gerne. Dann habe ich mir von Alnatura noch dieses Nussmüsli mitgenommen. Das kaufe ich mir auch immer wieder nach. Das esse ich sehr gerne mal zwischendurch und dann war ich natürlich noch beim Bäcker, habe frisches Brot gekauft und Aufschnitt hatte ich ja noch von gestern und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Einkauf wieder. So, ich war jetzt noch mal ganz kurz beim Edeka, der Alessandro wünscht sich nämlich Lasagne heute, deshalb habe ich frisches Hackfleisch gekauft, Lasagneplatten, dann habe ich jetzt mal diese Biotomatensoße mitgenommen, die habe ich schon mal gekauft, wenn es schnell gehen muss, die lasse ich nur eine halbe Stunde köcheln und dann kommt es ja eh noch mal in den Ofen, eine halbe Stunde. Normalerweise köchelt ja meine Tomatensoße so 2,5 Stunden ungefähr, dann wird die auch echt besonders lecker, aber das ist echt eine gute Alternative, wenn man wenig Zeit hat. Dann habe ich noch Spinat mitgenommen, das mache ich jetzt dann zu einem Salat quasi. Frisches Brot habe ich noch mitgenommen und ein bisschen Obst. Und dann habe ich noch rote Zwiebeln gebraucht, eben für meine Tomatensauce. Und das war es erstmal für heute. So, meine Lieben, heute zeige ich euch den Einkauf vom Rewe und vom Lidl. Wir fangen mal an mit Salat. Und zwar habe ich Rucola mitgenommen und Eisbergsalat. Dann habe ich diese Sherry-Strauch-Tomaten mitgenommen. Und eine Avocado, weil es wieder Aufstrich geben wird. Da habe ich euch schon ein Video zu abgedreht. Mal schauen, wann das online kommen wird. Achtet übrigens nicht auf meine Fingernägel. Ich habe nämlich was für euch getestet. Dann habe ich noch Obst mitgenommen und zwar 2 Nektarinen. Unglaublich, da kostet halt eine echt 60 Cent. Super teuer, wie ich finde. Dann habe ich Kiwi mitgenommen. Da kostet eine 50 Cent. Finde ich auch echt utopisch. Also wenn ich das meinen Eltern in Italien erzähle, ja, also die lachen mich ja aus. Aber gut, so
ist es halt nun mal hier in Deutschland. Dann habe ich mitgenommen von Barilla das Pesto Genovese, weil es die Woche wieder Nudeln damit geben wird. Und ich wollte mal diesen Hirtenkäse hier ausprobieren beim Lidl. Und zwar wisst ihr ja, dass ich das total gern mit Melone esse. Mal schauen, ob das genauso gut schmeckt. Dann haben sich meine Kinder noch diesen Joghurt hier ausgesucht, den Müller-Joghurt mit der Ecke, mit den Schokoballs. Und für zwischendurch durften sie sich noch diese Apfelringe aussuchen, einfach auch für unterwegs, wenn wir mal auf dem Spielplatz sind oder so. Und für abends habe ich dann noch diese Teile hier mitgenommen, die Crust Peas in Paprika-Richtung. Ja, mal schauen, wie die schmecken, die habe ich noch nie probiert. Und ich habe zwei von diesen Flammkuchen noch mitgenommen für heute Abend, weil ich keine Lust hatte, Abendbrot vorzubereiten. Deshalb ja, gönnen wir uns mal diesen Flammkuchen. Und beim Rewe habe ich noch mitgenommen diesen Mango-Maracuja. Nektar bzw. Sauerkirschnektar eben für meinen Melonendrink und ich habe noch frisches Brot gekauft und Aufschnitt dann noch beim Metzger. Ich wollte euch noch kurz zeigen, was ich gestern in einem Feinkostladen in Frankfurt gekauft habe. Und zwar zum einen dieses hier. Da ist Frischkäse und das ist so ummantelt mit Parmaschinken. Und hier ist eine Art Aufstrich. Und dann hatte ich noch eine andere Packung. Da waren zwei Scheiben Auberginen. Die waren so eingelegt in einem italienischen Gewürz. Und ich habe sage und schreibe für die drei Packungen, also die eine denkt ihr euch jetzt dazu, die ist nämlich jetzt schon leer, 10 Euro bezahlt. Also Feinkostladen, das sagt glaube ich schon alles. Ich habe einfach nur ein bisschen was zum Probieren gekauft. Hätte nie gedacht, dass es so teuer ist. Da standen nämlich keine Preise. Und ihr seht ja die Menge. Also davon haben wir jetzt noch nichts gegessen. Ich würde sagen, das lassen wir uns jetzt noch zusammen mit unserem Flammkuchen schmecken und genießen das einfach. Also da werde ich vorsichtig sein das nächste Mal, wenn ich in diesen Feinkostladen gehe. Dann habe ich beim Lidl noch einen No-Food-Artikel mitgenommen und zwar diese große Packung Waschpulver von Persil für 65 Wäschen. Ich habe quasi wieder genug Vorrat in meiner Waschküche und kann genug Wäsche waschen. Meine Lieben, jetzt habt ihr alle Produkte gesehen. Ich war an verschiedenen Tagen unterwegs. Ich habe das also nicht so, dass ich mir einen Plan mache am Wochenende und dann irgendwie montags losfahre und für die ganze Woche kaufe. Wie gesagt, ich gehe öfters mal einkaufen. Ich habe zwar einen großen Kühlschrank, aber so groß ist er dann auch nicht, dass ich nur einmal einkaufen gehen könnte. Ich mache es halt so auf diese Art, damit komme ich klar. Viele von euch werden das wahrscheinlich ganz anders regeln, aber wie gesagt, so mache ich es halt. Euch hat es interessiert, was wir an Lebensmitteln brauchen während der Woche. Das habe ich euch jetzt hiermit gezeigt. Lasst mir, wie gesagt, Feedback da. Da freue ich mich riesig drüber. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal alles, alles Gute, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!